Dann wahrscheinlich wieder einige sagen, ey, du brauchst doch die Wände da unten gar nicht sauber machen. Ey, du brauchst doch die Wände da unten gar nicht sauber machen. Ja. Ich hab komischerweise, seitdem ich die Let's Plays vom Master Merchant verfolge, habe ich so die Angewohnheit, egal wo ich Kabelschächte ziehe oder wo ich irgendwas lege, das wieder zu verstecken und zu verkleiden. Zu verkleiden, vor allem mit Cleanstone. Weißt du, selbst wenn ich es hinterher zuzimmern würde mit Cleanstone und man es gar nicht mehr sehen würde. Guck mal hier. Ich habe dir Cleanstone hingelegt. Als ob ich davon nicht schon genug Sex hätte. Das geht gar nicht. Zum Beispiel das hier, das würde man hinterher nicht mehr sehen, aber ich mach's trotzdem. Ah ja, wenn dann richtig, oder nicht? Alter, warum kriege ich denn jetzt hier die Items nicht? Keine Ahnung. Magnetmodus spinnt gerade. Wahrscheinlich kriegst du sie jetzt. Weil Magnetmodus mit Magnetmodus kollidiert. Ja, daran lag's wohl. So, soll ich den Steinbruch wieder anschmeißen? Lass erstmal. Findest du? Ja, lass erstmal. Warum? Weil ich mir nicht sicher sein kann, dass das Lagersystem jetzt wirklich funktioniert. Das finde ich jetzt aber traurig. Ja, ich auch. Mich gerade ein bisschen verwundert. Und schon sind wir wieder in Mittwoch. Ich habe den MS-74 noch nie so schweigsam in der Aufnahme erlebt. Ich wollte es auch gerade sagen, weil wundert mich gerade ein bisschen. Hat er sich wieder ausgelockt? Nee, er ist noch da. Aber er hat eine total schlechte Verbindung bei mir. Eine ganz schlechte Verbindung? Ja, du hast einen Balken bei mir in Minecraft. Hast du einen schlechten Ping, Emmis? Nein. Eigentlich gut, aber der Christoph hat bei mir auch nur einen Strich. Lol. Okay. Nur ich bin der Oberstricher. Was? So. Genau. Impuls-Item-Ducts. Emmis? Also. Hä? Sag bitte nichts Böses zu mir. Ich kann das nicht. Das geht nicht. Ich krieg da Angst und Sorge. Mhm. Und bei ihm hat's geklopft. Bei wem? Bei Klaus Bärbel. So, jetzt muss ich mal gucken, wie mache ich denn das? Ich überlege gerade, wo der Emmis ist. Am Baum. Am Baum? Am Baum. Oben drauf? Auf dem Baum. Ich glaube, ich bräuchte tatsächlich mal die Hilfe von Master Merchant. Was? Du musst mir mal weiterhelfen. Du kennst dich doch mit diesen Impuls-Item-Ducts aus. Ich muss eine Möglichkeit haben, wie ich die ganzen Sachen aus dem Ernter rausziehen kann. Dabei aber sozusagen die Setzlinge, die rauskommen, wieder abführen kann unten in den Anpflanzer und der Rest soll in eine Kiste gehen. Das kann dir sogar locker der MS erzählen. Der hat das nämlich schon mit Blacklists und Whitelists gemacht. Also, mir ist es egal. Also. Aber es ist mir eigentlich relativ. Ich muss mal gucken, ob ich das auf der Kette kriege. Nein. Doch. Oh. Bist du runtergefallen, Emmis? Also fast. Fast? Ja, fast. Also, wenn du dir den Servo anguckst. So, wo bist du denn? Unten. Da. Wenn du da so ein Servo draufpappst. Jawohl. Ja, dann hast du hier einen Itemfilter. Ja. Und mit diesen Itemfiltern kannst du beispielsweise in den Ore Dictionaries beispielsweise. Kannst du ihm ansagen, was wohin soll? Die Frage ist, ob das wirklich so zuverlässig funktioniert. Wie habe ich denn da ein Itemfilter? Ja, tut es. Geh mal mit der leeren Hand mit einem Rechtsklick auf den Servo. Da habe ich die Redstone-Kontrolle bei mir.
Und dann steht da, nutze Ore Dictionary, Blacklist. Ja, genau. Und du hast doch da ein 3x3 Crafting Grid. Itemfilter West. Ach so. Steht bei mir. Da sind die Itemfilter. Und mit dem Itemfilter kannst du Items filtern. Und wenn ich jetzt sozusagen hier noch einen dran packen würde. Also ich kann den jetzt erstmal nur nach West raus transportieren, oder wie? Ja, ich glaube schon. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Das ist, da habe ich nie so wirklich durchgeschaut. Der ist jetzt im Modus Vakuum. Okay. Das heißt, der saugt irgendwas an. Oh, ansaugen. Was, bitte? Was? Entschuldigung, jetzt ist er im Dance Mode. Vakuum. No. Ja. MS? Ja? Kannst du bitte mal kurz in den Ansaugmodus gehen? Frag deine Frau. Du kannst ihm jeden Spaß verderben. Also. So, Itemfilter West. Jetzt hier. Nein. Nein. Also, so. Hast du auch so Leute mit ganz kleinen Geschlechtsteilen? Ich? Ja, das erkennt man immer wunderbar an den Motorgeräuschen, die sie fabrizieren. Je lauter der Motor, desto kleiner das Geschlechtsteil. Emmis! Naja, desto dicker das Auto und desto weniger PS, desto noch kleinerer das Geschlechtsteil. Mein Auto ist nicht dick, ich habe nur ein Kombi, mein Freund. So, wenn ich das Ganze jetzt auf die Blacklist einstelle und mache da einen Setzling rein, dann wird der alles transportieren, außer diesen Setzling. Nach rechts dementsprechend. Ich vermute es mal, ja. Außerdem ist mein Motor nicht laut, das ist mein Auspuff. Das ist mir doch egal. Je lauter das Geräusch. Nee. Doch. Nee. Doch. So. Was? Was tust du da? Christoph! Was denn? Was tust du da? Erzähl mal! Was? Nee, es ist alles gut. Ich kann jetzt leider nicht auf dieses, je lauter das Motorengeräusch, desto kleiner das Geschlechtsteil weiter eingehen, weil. Nein, das kann ich jetzt nicht machen. Der MS kann mich auskontern, dann kann ich das jetzt nicht machen. Das geht nicht. So, jetzt muss ich erstmal. Ich mag es nicht, wenn andere meine Pointen toppen. Nein! Wir an der Bushaltestelle. Entschuldigung, warten Sie auch auf den Bus? Nein, auf die große Liebe. Ach so, da er, der lange Bart. Mm. Ja, MS, was ist denn los? Kriegst du es hin oder soll ich dir noch ein bisschen was zeigen? Willst du mir zeigen? Ich weiß nicht. Vielleicht das kleine Geschlechtsteil von dem lauten Motorengeräusch? Moment, ich habe das laute Motorengeräusch und das kleine Geschlechtsteil. Ja, wenn ich dir die Hose runterziehe und einen Spiegel hinhalte, kann ich dir das doch zeigen. Aber wenn du doch das kleine Geschlechtsteil hast, warum willst du mir dann einen Spiegel geben? Damit du ihn siehst? Ah ne, da brauchst du eine Lupe, ne? War das eine Lupe? Nee. Nee? Mikroskop. Nee. Mikroskop? Ja. Ja? Tausendfache okay. Vergrößerung. Nur? Meinst du, da findest du's? Was soll denn das? Leute. Wolltest du mich hauen, oder? Hättest behindert? Fall doch runter. Ach, okay. Verdammt! Das ist so scheiße. Manchmal, ne? Ja, was hast du eigentlich hier vor, Emes? Soll das nur ein Baumhaus werden, oder was? Das wird eine Aussichtsplattform, so wie da unten, nur halt größer. Der da unten kommt wieder weg. Warum? Lass ihn noch da. Nein, weil der mickrig ist. So wie dein okay. Pedestrial-Syndrom, was? Er spricht schon wieder von Geschlechtsteilen, der hat wieder keine Ahnung. Nur kein Night MS. Deiner wird auch mal so groß. Mein Auto? Nein, du wirst nie in deinem Leben ein Kombi fahren. Du brauchst immer irgendwas, was extrem tief liegt. Damit du in keine Parkhäuser reinkommst und dir somit Parkgebühren sparst. Also du denkst schon sehr praxisorientiert, das muss ich dir schon lassen. In gewisser Weise ja. Ja.
Kannst auch nicht falsch parken. So von wegen kommst du eh nicht die Bordsteinkante hoch. Das ist schon okay. Wow, ich komm wohl Bordsteinkanten hoch. Ja, das sind abgesenkte Bordsteine, MS. Das sind keine Bordsteinkanten. Wow, mit Mühe und Not komme ich da hoch. Ja, und zwar äußerst schräg. Ich erinnere mich an diesen Parkplatz in... wo wir dieses Parkplatztreffen hatten, weißt du? Was? Nein. wo es die Möbel zu kaufen gibt an diesem wunderschönen Geschäft. Wo du gefahren bist. Richtig. Mhm. Da erinnere ich mich noch dran, wo er mir auf einem nahezu ebenerdigen Parkplatz sagen musste, dass ich schräg fahren soll, damit ich ihm das Bodykidney abreiße. Ja, ich erinnere mich daran. Du meinst wohl auf dem Parkplatz des Möbelhauses XY. Möbelhauses XY. Nee, XXL. Ach so, oh, M ist wieder Werbung gemacht. Na toll, boah, wieder aufschreiben. 5000 Euro. So, hat das geklappt hier jetzt mit dem... Der Ernte hat noch keine Energie. Angeschlossen, hab gut. Ist der Gummibaum-Setzling jetzt in der Blacklist? In der Blacklist, ja. So, na, da bin ich ja mal gespannt. Auch der Energie und das alles hoffentlich so funktionieren. Fehlt dem Schlackekessel nicht noch Schlacke? Wird produziert, wenn ein Baum abgehackt wird. Okay. Und der Ernter? Der Ernter sitzt hier. Okay. Der produziert Schlacke und gibt die Schlacke an den Schlackekessel weiter. Und der Schlackekessel produziert da irgendwas draus. Irgendwas? Ja. Okay. Rotes Weizen. So, jetzt ist natürlich die Frage, wird denn hier auch irgendwas gesetzt? Ich denn mal Setzinger da reinpacke. Und da hat er gesetzt. Haben wir hier auch noch Düngestoffe. Okay. Die schmeißt ihr in den Dünger rein, in die Düngemaschine. Sehe ich das richtig? Führen wir ihm gleich zu mit einer Truhe. Wo kommt hier hin? Okay. Mit einem... Ja, mit einem Item-Duct. Schade, la la la. Dann Servo rauf. MS macht Aussichtsplattformen. Oh. Weißt du, was das Lustige ist an diesen Aussichtsplattformen, MS? Mhm. Die Render-Distance ist nicht so hoch, dass man da wirklich die Aussicht genießen kann. Das ist richtig. Aber das macht nichts. Also bei dir vielleicht nicht. Ist sie bei dir höher? Mhm. Okay, das erklärt den RAM-Anstieg auf deinem Slot. Okay, ich hab mich immer schon gewundert, von wegen Christoph lockt sich ein, alle Dude, ich lock mich ein, alle Dude, du kommst rein, alles geht nach oben. Finon kommt rein und es geht noch weiter hoch. Warum arbeitet er jetzt nicht? Er hat Dünger drinne. Weil er keinen Bock hat. Er ist im Streik, Christoph. Hm. Ist da noch einen anderen Dünger? Er ist in der Emmy-Gewerkschaft. Da wird gestreikt. Einfach so. Einfach so. Ja, MS hat dazu aufgerufen. Wegen der Aussichtsplattform. Er braucht das Holz. Deswegen wachsen jetzt seine Bäume nicht. Nee, ich bin ja der Meinung, dass das, was da jetzt kommt, dass das zu viele Bäume sind, die hier stehen. Das sind 9 Stück. Kann da dran nicht liegen. Mirgi? Ja, bitte, Emmy. Wo bist du? Naja, an der automatisierten Baumfarm. Wo sollte ich denn sein, deiner Meinung nach? Bei mir. Warum? Weil. Achso, na, das ist natürlich ein Argument, aber ich werde mich vorher erstmal ins Bett begeben. Einfach, weil ich es kann. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass es nicht an dem Industriedünger liegt, dass es an dem Industriedünger liegt, weil der anscheinend keinen Industriedünger frisst, sondern nur Knochenmehl. Na, dann probier's doch einfach mal mit Knochenmehl, lieber Christoph. Mal ausprobieren. Weil ich kann auch nicht mit dem Industriedünger die Bäume hochzüchten. Okay. Emmy? Mhm. Wo bist du? Der Aussichtsplattform. Warum sollte ich da bei dir sein? Bam. Hochgeflogen. Hochgeflogen? Ja, noch kannst du fliegen.